Tini Mutter blieb daheim, Tini Mutter blieb daheim, Tini Mutter, Tini Mutter, Tini Mutter blieb daheim, Tini Mutter blieb daheim, Tini Mutter, Tini Mutter. Nein. Eben nicht, deine Mutter geht wählen oder sie lässt sich wählen, weil die Helvetia ruft. Sie ruft in den Frauen. Frauen sind ja die Menschen, die schon seit der Geburt die nächste Generation in ihren Eierstöcken antragen und vielleicht sogar einmal 9 Monate lang dem weltweiten Vermieterinnenverband beitreten und dann zack, Exit-Strategie formuliert vom Muttermund. Gut, wenn der Muttermund ein bisschen eng ist, machen ja heutzutage die Digital Natives wahrscheinlich schon bei der Geburt einfach so. Und da macht eben, dass der Frauenkörper und der Hormonhaushalt der Frauen im Durchschnitt ein bisschen komplizierter ist. Für die reine Arterhaltung auch ein bisschen schützenswerter als der Körper der Männer. Und dass Frauen zum Teil ein bisschen eine andere Perspektive haben auf die Welt. Und natürlich kann man sich darüber streiten, ob so eine Perspektive, die das Leben an sich ins Zentrum stellt, jetzt weiblich sei oder männlich. Und ob es besser sei, wenn man sich eben nicht so mit existenziellen niederen Fragen wie eine Kinderaufzucht muss auseinandersetzen und dafür Zivilisation, Kultur und Technik und Wissenschaft kann vorantreiben. Man kann sich darüber streiten, man muss aber nicht. Frauen sind zum Beispiel seltener rot-grün-farbenblind als Männer. Nicht, weil sie evolutionsgeschichtlich haben müssen können Pesto von Tomatensauce unterscheiden, sondern weil in den Männern das Schwänzchen von dem einen Chromosom fehlt. Dort, wo eben das rot-grün-Farbsehen draufsteht. Und man kann sich darüber streiten, ob Männer genetisch gesehen nur verkümmerte Weibli sind und ob sie dem fehlenden Schwänzchen jetzt Leben lang nachjagen und zersetzen durch fette Ausbüffe. Man kann sich darüber streiten, ob die rot-grün-farbenblindheit auch politische Auswirkung hat. Man kann sich darüber streiten, aber man muss nicht. Frauen sind dafür öfter nachtblind als Männer. Man weiss nicht so recht, wieso. Man kann sich darüber streiten, ob die weibliche Nachtblindheit vielleicht sogar ein Fortpflanzungsvorteil war in der Evolution und ob die Menschheit eventuell sogar ausgestorben wäre ohne die weibliche Nachtblindheit. Frauen sind der Hammer. Auf Italienisch Martullo. Frauen sind im Bundeshaus am Herd oder am Badran. Frauen sind kleine Königinnen auf Latinisch Regula, wo man gerne mal auffordert zum Systemwechsel. Regula, Ritz an der Zauberformel. Frauen sind zu ihren Leuten hart, da reiss auch mal ein Geduldsfaden. Frauen sind grösser oder kleiner. Frauen sind leislig wie ein scheuches Rickli oder haben eine laute Gössi. Frauen sind Schwestern oder Bruderer. Frauen sind über die Hälfte der Menschheit, einmal im Aargau. Frauen sind extrem bekannt und Frauen sind systemrelevant. Frauen kommen nicht vor in der Regierung, einmal im Aargau. Und man kann sich darüber streiten, ob eine reine Mannenregierung die After-Lockdown-Homeoffice-Krise bewältigt, obwohl die Männer außerhalb von Krisenzeiten gar nie einen staatlich verordneten mehrmonatigen Elternschafts-Homeoffice-Lockdown im Multitasking erleben. Man kann sich darüber streiten, ob eine reine Mannenregierung Herzblut vergisst, wenn sie nicht einmal einmal Kernzellen vom Staat in sich trägt. Weil die Reproduktion ist ein Schritt für die Männer, aber ein Sprung für deine Mutter. Man kann sich darüber streiten, ob eine reine Mannenregierung einen schnellen Wechsel schafft, obwohl die Männer nie mit Wechseljahren konfrontiert sind und ob das mit dem Klimawandel, ob sie das herbringen, obwohl sie selten Hitzewaldungen haben. Man kann sich darüber streiten, ob Männer in Zukunft WC-Papier und Handwäschmittelrationen richtig berechnen können, obwohl sie beides erwiesenermassen selten anwenden. Man kann sich darüber streiten. Streiten geht aber nur, wenn man eine Stimme hat. Eine Stimme wie Helvetia, die ihre Töchter ruft, dass sie ihre Sicht einbringen sollen, dass sie ihre Stimme erklingen sollen, dass sie streiten und debattieren sollen. Und wenn Helvetia ruft, solltest du eben folgen. Egal, ob Targovia heisst, oder Berna, oder Geneva, weil Helvetia ist immer noch. Deine Mutter! Deine Mutter!